Als offensichtlich unbegründet hat das BAMF den Asylantrag von Clanchef Miri abgelehnt. Die erneute Abschiebung werde von den Behörden jetzt vorbereitet, teilt wenig später ein zufriedener Innenminister mit. Die schnelle und richtige Entscheidung des BAMF zeigt, dass der Rechtsstaat handlungsfähig ist. Und wir werden auch in der Zukunft, das sage ich an die deutsche Öffentlichkeit, alles tun, damit unser Asylsystem nicht von Kriminellen missbraucht werden kann. Ibrahim Miri ist wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilt und wurde im Juli in den Libanon abgeschoben. Miri behauptet, dort von einer schiitischen Familie mit dem Tode bedroht zu werden. Deshalb sei er mit Schleppern über die Türkei zurück nach Deutschland gekommen. Trotz Wiedereinreisesperre für den gesamten Schengen-Raum tauchte der Clanchef Ende Oktober wieder in Bremen auf und stellte dort den nun abgelehnten Asylantrag. Um herauszufinden, wie ihm die Wiedereinreise gelungen ist, wurde am Donnerstag die Wohnung der Mutter des Clanchefs durchsucht. Dabei fand man gefälschte Ausweise und Munition. In diesem Zusammenhang hat man eine ganze Anzahl von Patronen des Kalibers 45 Magnum gefunden, die in dieser Wohnung vorhanden waren. Und auch das, wie gesagt, ist strafbar. Miri kann und will Rechtsmittel gegen den negativen Asylbescheid einlegen. Bremens Innensenator hofft, dass das zuständige Gericht darüber schnell entscheidet und der Clanchef in spätestens 2 Wochen abgeschoben werden kann.